Boah, ist das eine Action hier. Ey, hier geht's richtig ab gerade. Oh. Na, oh, schon wieder tot. Aber wie viel Damage macht deine Shotgun, ey? Die ist übel, ey, die geht so ab. Willst du mich verarschen? Schluss mit lustig. Boah. Die Musik ist endlich ruhig. Oh, guck mal, eine riesige Marcus-Statue. Der Waffenbringer. So, wenn wir die nächste Speicherstation haben, dann sollten wir, glaube ich, mal hier. Hier ist einer, oder? Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein, zwei Minütchen weitermachen, ist das Kapitel hier beendet. Okay. Weil jetzt ist hier Ende der Map und da steht Retaroland. Und nicht, dass es so ist wie bei dem letzten Mal mit dem Firehawk. Na, das ist natürlich blöd. Guck mal, die ganze Statue hier an. Geht jetzt schon wieder ab. Oh, die Statue ist cool. Ah, und hast du die große schon gesehen von Marcus? Ja, ja. Oh. Ich werde hier zu Tode geschossen. Boah. Irgendwas schockt hier rum. Das sind die Reparaturdinger. Die Beine. Sieht aus wie ein Endkampf. Ja, mein Ende ist gerade eingetreten. Und schleicht langsam voran. Also ich hatte gerade den Badass-Modus. Ich muss noch ein bisschen... Ich bin da, Kreis. Du bist zu gütig. Ja, das ist sehr freundlich von mir. Du bist zu gütig. Boah, halten die viel aus. Reparaturbots ausschalten, das wäre super. Nein. Oh nein, an diesem War Dan darf man nicht zu nah ran. Ich versuche Marvs wieder zu beleben. Okay. Ah, vertöten, wiederbelebt. Achso, bist du auch wieder da? Oh ja, ne? Schieß auf War Dan. Oh, jetzt hat's mich wieder erwischt. Nicht zu nah an den ran, der tötet euch direkt. Hab dich. Ja. Könnt ihr mich komm hier mal wieder nach hinten. Ja, komm mal bitte nach hinten, ich will nicht zu nah ran. Oh, oh. Da. Und der EMP-Leader hat mich ge-EMP'd. Und jetzt geht mir sogar langsam die Moon aus. Danke sehr. Hier, der projiziert ständig neue. Müssen wir erst auf diesen Warden hier schießen? Ja, wenn der tot ist, ist das vorbei, glaube ich. Jetzt haben wir ihn gleich. Na ja, es ist vorbei. Oh, da oben ist noch ein Geschütz. Was ist Ronin? Wie, Verstärkung? Oh. Verstärkung vom Mond? Oh, Ronin macht aber viel Damage. In die Zone, da werdet ihr geheilt. Oh. Oh, das war letztes Mal auch so, also bei Borderlands 1. Ja, deswegen bin ich auch reingerannt. Ach, und die Munition geht voll ab. Die lädt sich hier übelst auf. Echt? Dann nehme ich mal die andere Knarre. Oh. Übler Loader, oh. Da ist das Geschütz wieder. Oh, übler Loader. Wie sie abgeht. Alter! Action. Wo ist das Geschütz? Das Geschütz, Roland. Er versteckt sich hier hinten hinterm Van. Der Badass-Loader, er will's wissen, Jungs. Oh, ich bin gleich tot. Oh, jetzt bin ich tot. Oh nein. Kannst du ihn holen? Ja, ja, ich
bin unsichtbar. Facelock. Kam ihn gleich. Ja. Iridium gedroppt. Ach komm, noch einer? Noch ein üblerer Loader. Junge! Gott, wo ist das denn Schiff? Wo ist Ronan? Ich bin abgenippelt. Ich auch. Kommt danach zu mir, Leute. Kreis, ich bin sofort da. Keine Panik. Ich bin auch. Marv. Oh, Leute, 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 Leute. Oh, ich hab's gleich hinter mir. Du musst erst Kreis aufheben. Ich bin dran, ich bin dran. Nein. Okay, danke, danke. Hier, ich bin zum Bus gekrochen. Durchhalten. Ja, danke schön. Yeah! Jetzt ist ein Haken an der Quest. Da liegt wieder ein Sniper. Boah, Jungens. Das war ja erfrischend. Granaten, ey. Hab mal. Oh, jetzt hab ich auch so ein 2 genommen. Wenn ich jetzt noch eine grüne Seite finde. Oder eigentlich nur die Munition. Alter Schwede, was ist denn hier in dem Loch? Okay, nix. Schade, warum kannst du nicht zumachen, ey? Okay, habt ihr alles gelootet? Weiß ich nicht, ob wir alles haben. Eine Sache noch auf dem Boden gefunden. Hier droppe ich dann auch. Die habe ich nämlich gelootet. Ich dachte, das ist Iridium gewesen. Beziehungsweise Iridium lag daneben. Was hast du denn gedroppt? Hier an dem Autoreifen. Okay, nee, das ist. Die macht mehr Schaden als meine, aber hat weniger Magazin. Aber die macht mächtig viel Schaden, ey. Die macht 77, meine macht 42. Ja. So will die keiner? Ja, ich muss schnell was wegschmeißen, dann kann ich sie mitnehmen. Ich hätte sie auch mitnehmen können. Ja, dann du sie mit. So, jetzt abgeben noch, oder? Da ist Roland. Hallo, Roland. Du hast Roland gerettet. Danke. Achso, das ist geil. Du hast Roland von den Hyperion gerettet. Jetzt wird es Zeit für eines dieser typischen Gespräche. Marke, danke, dass du mich vor den Schurken gerettet hast. Lass uns jetzt beraten, wie wir Jack eine Kugel in die Visage jagen können. Anführungsstriche. Was für ein nettes Gespräch. Ja, so heißt, so nennt man dieses Gespräch. Aber ohne dich geht's nicht. Ja, jetzt können wir uns, glaube ich, teleportieren. Oh ja. Dann nämlich so eine Station, ja genau. Und sie funktioniert auch. Sollen wir porten nach Sanctuary und dann speichern? Guter Plan. Good idea, Irgendwann war noch im Menü hier, frech wie Oscar. Die Reise beginnt! Das war erst der Anfang. Ich halte diese Schnellreisen nicht aus. Das schlägt mir mal auf die Leber. Auf die Leber direkt. Krieg ich gelbe Augen vom Schnellreisen. Das ist ja nicht schön. So. Wünscht man ja keinen. Nee. Ach, hier sind wir ja schon. Ich würde sagen, die Quest geben wir dann jetzt noch nicht ab. Die machen wir dann erst beim nächsten Mal weiter. Ja, ja. Aber ich kaufe jetzt noch schnell was. Mal gucken. Oh ja, yeah, ich habe einen neuen Skin. Light im Verborgenen. Das ist ein guter Look für dich, ja. Sehr geil. Ein bisschen was verkaufen hier. Noch ein bisschen bei Moxie irgendwie spielen. Sanftes Gelb nehme ich heute. Ich will mich auch mal wieder umziehen hier. Ob der denn so fein ist. So, was hat der hier denn? Sniper. Ach, am Schwarzmarkt könnte ich noch mal ich rumschwärzen. Einen Skin, der heißt auf Deutsch, warum so ernst, why so serious, lila, grün, schwarz. Hier, warum so ernst? Oh, ich habe 33 Erixidium. Das ist ja ein Ding. 33, 12 kostet das. Ich habe die Joker-Anspielung als Skin.
Safe brauche ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Nehme ich Rucksack nochmal mit. Nochmal Rucksack. Das ist ja lustig, der zeigt mir überhaupt nicht an. Ich habe ein Schild, das hat 422. Ach, das ist eine Granate. Ich werfe Mox jetzt mein ganzes Geld in den Rachen noch schnell. Immer 1000. Klick, 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 klick. Ich habe jetzt 12.000 gegeben. Sugar Daddy habe ich. Da, sie legt dir eine Waffe dahin. Ja, das ist, danke, Moxie. Miss Moxies Bad Touch. Wenn ich gut bin, bin ich richtig gut. Damit ihr Bescheid wisst. Ach so, okay. Die macht Korrosionsschaden. Die ist eigentlich voll geil. Das ist eine SMG, die macht herbe Damage. Oh, was habe ich denn hier? Hier, guckt euch Miss Moxies Knarre an. Oh, wie sie abgeht. Pew Laser. Da ist doch ein Moxie-Bild auf der Seite drauf. Haha. Man hört dich durch die ganze Stadt gehen. Er hat jetzt Laser. Wie sie auflädt. Warte, ich komme vorbei. Er kurbelt dran beim Nachladen, damit sie sich wieder dreht. Oh, ich habe einen neuen Skin freigeschaltet. Den muss ich mir jetzt neu eben anschauen. Hier jetzt. Und jetzt kurbeln. Okay. Hier, ich drehe einmal. Und was ist es? Oh, oh, nix. Ja, Moxie hat mir auf jeden Fall. Toll. Ich habe auf die Knarre verzichtet. Ich glaube 10.000 oder 12.000. 12.000 habe ich ihr gegeben und 2.000 habe ich ihr schon gegeben. Ich habe ihr auch 1.000 gegeben. Ich habe jetzt 14.000 gegeben. Hier lasse ich Geschmack. Wie viel Geld? An dem Glas vorne. Toll. Tediore Kundendienst habe ich ein gutes Kostüm gefunden. Ja. Ja, ich arbeite jetzt für den Tediore Kundendienst. Falls ihr irgendwelche Probleme mit euren Waffen habt. Ja, doch, manchmal Ladehemmung und so. Guck, sie hat ihre Knarre gegeben. Was willst denn du? Ich bin so mit Mad Moxie, ey. Ich bin so, wie denn? Zeig doch mal. Naja, so halt. Jeder will es. Hat nur 12.000 gekostet. Das nehme ich mit. Ich nehme Assault Rifle mit. Oh, Doppelgewinn. Shotgun. Haha, die Waffe, die ich habe. Win-Win Vision. Was, die Win-Win Vision? Die Win-Win Vision Pistole. Gesleckte Gegner erleiden mehr Schaden. Gesleckte Gegner. So, ich bin aber dafür, wir beenden den Part. Ja. Genau, jetzt ist Schluss. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.